Warten heißt. Also es gibt ein Warten, wo ich innerlich ungeduldig werde und unglücklich bin und dann finde ich Warten nicht so, also nicht sinnvoll. Also ich selber habe es nicht gemacht. Ich habe mich richtig ausprobiert, habe mich hineingeworfen in die Kontaktmöglichkeiten. Und habe darüber sehr viele verschiedene Aspekte meines Frauseins erfahren und darüber bin ich sehr dankbar. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es für manche Menschen gut ist, langsam zu machen und also mindestens bestimmte Gefühlsbereiche tatsächlich mit dem Mann oder der Frau zu leben, wo ich auch weiß, dass es eine Zukunft hat. Also das. Da ist es schon gut, darauf Acht zu geben. Also welche Gefühle trage ich wohin, damit ich mir auch nicht zu viele Verletzungen gleich mit in die an meine Erfahrungsschatz mit reinnehme, sondern dass ich gucke, was tut mir gut. Also die Frage, die dahinter steht, ist ja auch, gibt es überhaupt sowas wie einen richtigen Partner? Also gibt es irgendwann im Leben im Moment so war eine Gewissheit von, das ist es jetzt? Oder liegt es in einem selber? Also es gibt schon Partner, die zueinander passen. Das gibt es einfach, ja. Also wo was in der Chemie stimmt, wo die Seelenverbindung da ist, wo ähnliche Interessen da sind. Insofern glaube ich, dass es sowas wie richtige Partner voneinander gibt, mindestens für Phasen. Wobei das immer auch dann eine Entscheidung ist. Also ob man sich für einen Menschen entscheidet. Und ab dem Moment, wo man sich für einen Menschen entscheidet, das heißt auch, dass ich mich entscheide zu lieben und auch aktiv Verantwortung für diese Liebesbeziehung zu übernehmen, dann wird der andere auch der richtige Partner. Ja? Also ich glaube jetzt nicht an den Traumpartner, der auf dem Schimmel daherkommt. In dem Sinne nicht an den richtigen Partner. Aber ich glaube an die richtige innere Drehung, ab der ich partnerschaftsfähig werde. Und das ist eigentlich der Moment, wo ich nicht mehr warte, ja? Würde ich mal denken. Liebe ist noch magischer, noch größer. Da wird es mir richtig warm sogar, wenn bei dem Wort, das ist eine andere Energie. Sexualität ist das, wo man was spürt und so. Und Liebe ist eine Kraft, die ist fast unabhängig von allem. Also ob es jetzt sich ausdrückt und zwischen Mann und Frau, zwischen Mutter und Kind, zwischen Verwandten, ob es zur Natur ist, so zur spirituellen Quelle. Das ist so eine, das ist eigentlich eine Lebensenergie. Liebe ist die Kraft, die ganz pure Strahlkraft, die uns im tiefsten alle verbindet oder aus der wir kommen. Und da, wenn ich alle meine Macken, Schatten, was auch immer, Alltagsfragen so ein bisschen abkratzen kann, dann irgendwo weiß ich, da ist sie drin, ja? Und die verbindet mich mit allen anderen. Und ist mit auch das, worum es eigentlich geht im Leben. Also ich glaube, es geht um nichts anderes als darum, diesen Kanal zu finden, der strömen kann. Treue ist für mich so ein Begriff, da gibt es zwei Zweige, wo man hindenken kann. Also erstmal ein positiver Begriff für mich. Treue, also bei einem Menschen bleiben, zu einem Menschen stehen oder zu einer Sache stehen, zu einer Gruppe stehen, zu einem Projekt. Das ist für mich ein Wert. Und dann gibt es eben diese Abteilung im Liebesbereich, wo Treue heißt, ich darf nicht zu anderen. Also so eine Abgrenzung oder ein Zaun, eine Restriktion.
Und die finde ich nicht so sinnvoll, weil sie oft mit Angst oder auch mit Lüge verbunden ist. Also ich glaube, dass die Liebe Treue braucht, aber in einem anderen Sinne. Also in einem Sinne, dass ich ihm, also in dem Fall, wenn ich als Frau dem Mann treu bleibe in seiner Suche als Mann, in dem, was für ihn wichtig ist. Und wenn das andere Frauen einschließt, dann schließt es andere Frauen ein, auch sexuell aus meiner Sicht. Was es dann mit mir macht, muss ich dann gucken und wie wir das kommunizieren. Aber Treue heißt, zu dem stehen, was seine Schönheit braucht, um sich zu entfalten. Sexualität ist für mich eins der tiefsten Schätze, in dem, was der Mensch geschenkt gekriegt hat, sage ich mal, in seinem Dasein hier. Also vor allem die Möglichkeit des Menschen, Sex zu genießen, das unterscheidet ihn ja von allen anderen Wesen auf dieser Erde, ja. Und da steckt so ein Geheimnis drin, in diesem, dass wir das können und dass da so viel Suche, Sehnsucht, Lust und Angst liegt. Und deswegen ist das für mich ein ganz großer Forschungsbereich, den wir ans Licht, den Schatz, den wir heben sollten. Ja. Kinder, also Kinder kriegen, Mutter werden. Wenn ich gewusst hätte, wie das geht, ja, was da auf mich zukommt, was das heißt für die Partnerschaft. Was in den Nächten los ist. Man hat Freundinnen und Freunde, die einem das erzählen, aber das war mir auch alles zu zufällig. Also ich hätte das gerne richtig, richtig gewusst vorher. Gibt es denn da bestimmte Sachen, also gibt es da bestimmte typische Fehler für dich oder sowas? Oder typische Missverständnisse, Sachen, die man irgendwie auch in einen Satz bringen kann, die dir damals geholfen hätte, wenn es jemand gesagt hätte? Wäre für mich gut gewesen zu wissen, dass das eine richtige Prüfung nochmal ist für die Partnerschaft, dass man nochmal in Krisen kommt, dass sich sexuell alles verändert zum Beispiel, weil ja das Kind im Vordergrund steht, weil man überhaupt keine lange Zeit hat oder auch erschöpft ist, jetzt je nachdem, wie es halt ist, aber bei mir war das so, dass das Kind halt auch viel nachts wach war und so weiter. Und dass dadurch also auch die Kommunikation sich verändert und dass ich einfach das vorher mich darauf einstellen kann, dass die ersten 1 bis 3 Jahre so anders sind in der Partnerschaft und dass ich daran nicht messen darf, ob wir beide jetzt wirklich die richtigen füreinander sind, sondern dass es auch eine Art Durststrecke ist und wenn man da durch ist, dass dann auch ein Geschenk kommt. Wenn man das schafft. Und ich weiß eben von vielen jungen Eltern, dass das eine Zeit ist, wo viele sich trennen. Also gerade wenn die Kinder klein sind, weil sie es nicht schaffen. Und das finde ich so schade. Und so für viele Kinder. Das ist das Schlimmste eigentlich für die Kinder, ja, wenn die Eltern auseinandergehen. Und deswegen bräuchte man gerade in dem Zeitraum eine ganz andere Unterstützung. Und vor allem auch darin, dass man sich Tanten, Onkels, Freunde, also Ersatzeltern schafft. Also ein Netz schafft, wo ich nicht alleine als Mutter und Vater mit dem Neugeborenen in der Wohnung sitze. Das finde ich auch eine ganz wichtige Sache, das vorzubereiten. Weil die Schwangerschaft ist immer alles noch so easy und toll und so. Aber diese Vorbereitung haben wenige, glaube ich, mit dabei. Ja.